Hallo Freunde von Dr. Bott, dies ist Part 2, Forellenteich Brinkendorf, Ostersonntag. Ja, ich habe zwar bis jetzt nichts gefangen, aber ich habe mir gedacht, ich mache mal trotzdem Part 2, weil ich wollte euch nochmal eine Ecke hier vorstellen, an der ich selber noch nicht so viel geangelt habe. Und das ist ein kleiner abgetrennter Bereich, wo man wunderbar mit irgendwelchen Gruppen hinfahren könnte, weil dieser Bereich ist auch abzuschließen vom großen Teich. Ist eine nette kleine Ecke. Ich habe mich hierher verzogen. Völlig unüblich für mich, dass ich mal einen Stellungswechsel mache. Aber das war so windig und kalt am großen See. Da habe ich mir gedacht, gehst du doch mal hier in die Ecke und guckst mal, ob hier was zu holen ist. Ist eine Menge Leben auf dem Wasser, aber für die Forellen wahrscheinlich noch zu kalt. Ja, ich werde euch mal dieses schöne Areal zeigen. Da hinten seht ihr den großen Teich. Ja. Das ist, wie gesagt, eine kleine, abgeschnittene, schöne Ecke hier. War hier im Sommer schön eingewachsen. Wie gesagt, schön windstill hier. Oder windgeschützt vielmehr. Ja, aber trotzdem läuft hier auch nichts. Deswegen werde ich jetzt auch aufhören nach gut 2,5 Stunden. Aber es hat wie immer Spaß gemacht. Man war los. Und das zählt ja. Alles Gute und bis bald, euer Dr. Bott.